da će to jutro dedo pasti. Mislim da je najbolje pustiti da film ide i ništa ne komentarisati. Ja nisam poželio da govorim u ovom filmu, nažalost, i na sramotu pojedinih ljudi u ovoj državi, da sam svoje autorstvo, odnosno dokaz da sam svoje autorstvo u ovome filmu morao potražiti na sudu. U godinu i pol dana ja sam bio faktički mrtav čovjek. Jer su rekli na sudu da moj film nema muziku. Nastupio je moj advokat Mehmet Šatot, koji sada radi u Vrhovnom sudu, je rekao: muzika za ovaj film su ove granate. Die Brücke ist 1566 gebaut worden von Khairuddin, ein Schüler von Sinan. Sinan war der beste Baumeister dieser Zeit. Kenner sagen, das war wirklich die schönste Brücke der Welt. Es ist wirklich eine Ironie, dass man erst durch die Zerstörung alles über die Brücke weiß. Man hat immer gerätselt, wie die Osmanen das damals ohne Beton bauen konnten. Khairuddin hat die Quader mit Eisendübel verbunden und zusätzlich mit einem besonderen Mörtel, dass die Brücke erdbebensicher war. Man hat Dübel und Mörtel im Labor untersucht. Ohne die Bombardierung hätten sie ewig gehalten. Wir untersuchen Blei und Stahl, dann das Verformungsvermögen und die einzelnen Bestandteile. Und man muss sagen, die haben an für sich einen Qualitätsmaßstab wie heute gehabt. Und es hat sich ja auch gezeigt, wenn man die Teile sieht, sie sind also kaum korrodiert. Also es war quasi ein Feldversuch, der 500 Jahre gedauert hat. Also vom Korrosionsverhalten her haben die also alle mal getaucht.
stari možete napraviti, ali to više neće biti simbol Osmanske imperije i islama, jer je tu došao u UNESCO, umešali su se svi narodi. Ja nisam bio za to, ali ja se i onako ne pitam ništa, ni ja ni narod. Da se sungefe vi, Irak je se štet, je sveden di Amerikaner, Irak aufbauen, je zelen vi sagen, vidi human und gut sind. Genau so wie Mostar war es. Eine türkische Baufirma hat die Rekonstruktion bekommen. Sie müssten den Mörtel genauso zusammenrühren wie Hayruddin und jeden einzelnen Stein Millimeter genau nach dem Original bauen, ohne Zement. Wir glauben, sie haben dabei gar nichts verdient. Großes Bauch wird ein Schaf geschlachtet und es wird gefeiert. Die Leute von Westmostar haben das als irgendwas Negatives gesehen, aber das macht man, wenn man ein Haus baut, wenn man Brücke baut. Das ist einfach eine alte Sitte, symbolisiert nichts, sondern bedeutet, jetzt werden wir feiern. Symbolen und Brücken, das sind Quatsch. Das ist ja gut für die Zeitungen, für die Blablabla. Da unten bleibt eine nicht gut gelöste Situation. Dayton ist hier gekommen, hat einen Krieg, einen unwahrscheinlich schrecklichen Krieg gestoppt. Und er hat nicht Hauptposition gelöst. Hauptposition ist, was bekommen die Menschen, die in dem Staat leben, und was bekommen die Völker, die in der Stadt bauen, die Souveränität haben. Ich habe eine Souveränität hier. Das ist ja Land, die nicht mir jemand geschenkt hat, sondern wir leben hier seit 1000 Jahren, egal wie. Sie leben auch. Aber nach der serbischen Aggression und als wir die Mostar befreit haben, sind Tausende, Zehntausende Leute gekommen, die Muslims, die vertrieben sind von den Serben. Weil sie gekommen sind, sind einfach dreimal so viele Muslims hier gewesen. Und das ist eine reine ethnische Okkupation. Hier haben immer Kroaten, Serben und Muslims zusammengelebt. Vor dem Krieg waren 15% Serben,
35 Kroaten und 45 Moslems. Das war Statistik. Aber wir alle waren Mostarer und sonst nichts. Stadt in Mostar waren wir alle sehr gute Freunde miteinander, egal wer welche Nationalität oder Religion hat. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass meine Freunde auf mich auf einmal schießen. Gestern haben wir zusammen Kaffee getrunken, gestern haben wir zusammen gegessen, waren zusammen in der Schule, gleiche Sprache, gleiche Ethik und Moral gelernt und dann auf einmal schießen wir aufeinander. Wie das gekommen ist, das ist abrupt gekommen, zu abrupt, dass man es begreifen kann als Hass zwischen Religionen oder Nationalitäten. Nicht plötzlich, nicht plötzlich. Das kommt die ganze 1992, als wir probieren, das. Jetzt, Sie haben zwei Armee gehabt, zwei Stabs, zwei Regierungen. 95% der Leute haben nicht geglaubt, dass es möglich ist, dass die Kroaten uns überfallen. Um 5 Uhr früh mit Hunderten, wenn nicht Tausende Kanonen und Granatwerfer auf einmal. Sie sind hier gekommen. Ich war nie da hinten mit meinem Stab, mit der Armee. Sie haben Aggression gemacht. Sie haben die Idee gehabt, haben noch heute, dass die Bosnien-Herzegowina der Stadt für die Muslims ist. Sie haben über die Grundvolks hier gesprochen. Hunderte Mal. Alle Politiker haben sie über die Grundvolk hier gesprochen. Grundvolk in Bosnien-Herzegowina, nach ihrer Meinung, sind Muslims. Und da sagen nein. Grundvolk bin ich hier auch. Ich, hier, ich stehe. Praljak ist ein Teil von Grundesvolk Kroatien da. Ich will nicht, dass sie weniger als ich habe. Aber umgekehrt funktioniert das auch nicht. Und das ist die Hauptfrage gehabt. Sie wissen nicht, wo sie gewesen sind. Und glauben, dass ich eine Aggression gemacht habe. Nein, sie sind auf der Seite gekommen. Und jeden Tag einen Schritt weiter. Und ich probiere mal sagen, also, langsam bitte. Zusammen bedeutet für sie, dass sie herrschen. Damals und heute. Und heute haben wir Herrscher in Sarajevo. Die Leute haben sich immer gefragt, wie ist es möglich, ohne Beton, ohne diese Technik, die wir jetzt besitzen, wie war es möglich, in dieser Zeit so etwas Festes, Schönes zu bauen? Diese Technik ist einfach, aber sehr, sehr effizient. Der Bogen besteht nur aus einer einzigen Schicht. Es sind 110 Steinreihen.
Jeder einzelne Quader ist exakt nachgehauen und an seine alte Position gesetzt worden, verdübelt und mit Blei ausgegossen. Es wäre sicher interessant gewesen, das im Detail zu dokumentieren und professionell zu filmen. Aber das war verboten. Angeblich, um die Arbeiten nicht zu stören. Es gab ein paar Leute, die konnten jemandem sagen, du darfst drehen, anderen, du darfst nicht drehen. Und ist möglich, dass die Leute ein bisschen kassiert haben, die Genehmigung geben, wer filmen darf, wer nicht. Aber das war ein bisschen geheimnisvoll. Also das ist mit Technik hat es nichts zu tun. Viele Delegationen sind gekommen, immer waren die Leute sehr froh und haben stolz gezeigt, was sie gemacht haben. Und da gab es keine technischen Probleme und da läuft alles. Nein, technische Gründe sind das nicht. Und warum, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein Geschäftsgeheimnis. Das ist die Frage. The matter why they don't let the cameras on the bridge disturbing work. That's not the reason. There are some other reasons. Nobody talk about them. So it's not disturbing, you can film, you know. So nobody wants to say why. But today it's easy to imagine a lot of reasons for nothing. I don't think that's very correct, because really there is no other side maybe in the world now that you can see such things. Vladimir Šeparović is a Croate, he is a Bildhauer. Ein Bleispezialist, verantwortlich für die Dübel. All stone blocks in the arch are connecting with the dovers, and all hollows around the dovers has to be filled with the lead to have a function of holding them together. This kind of stone is very porous, and you can work with that stone only if it is full of water. And that's the reason why stone has to be held in the water before put on the bridge. Just now we are drying the stone because that water is too much for the very hot lead, and the lead will splash and close the channel, and you lose that wedge forever. You can't repair it. So that's a weak point in the bridge. When will it be dry enough? I know exactly. There is very simple way. It's enough to put a piece of glass and I see if it's wet. If it's not that dry enough. Yeah, I know exactly when it's dry. We should not risk. Because as I told you, if you make mistake, you can't repair it. It's lost forever. We must achieve the right temperature. If it's too cold, it will block the channel. If it's too hot, it will shrink too much when it's cooling down. And then it creates a hole in the middle of the lead. It will be too much space around the lead and the stone, and that it won't hold properly. So it must be exact temperature what we tested. Then everything filled up properly and holding very strongly.
This is what is important. This is what holds the bridge. Everything else is just to do something, you know. Prater Rozić ist Bauingenieur oder Bauarchitekt und er bestimmt, wer auf die Brücke filmen darf und wer nicht. Manche konnten das drehen, manche nicht. Und wieso, warum, das weiß man nicht. Ob er Geld genommen hat, das materialisieren konnte oder nicht, das ist wieder die Frage. Vor dem Krieg habe ich mit solchen Kupferarbeiten angefangen und Motive wie die alte Brücke gemacht. Heute machen das viele. Und jetzt machen sie sowas auch aus alten Granaten, Patronen, Hilsen. Das verkaufen sie noch besser an die Touristen. Tahir Kosovic ist ein Moslem, der während des Krieges im West-Mostar war und dort im Konzentrationslager. Und da hat er angefangen zu malen und das waren die Probleme, die man im Lager gehabt hat. So ein Haufen Menschen, kleine Räume und so weiter. Und nachher hat er ein Atelier bekommen. Aber diese Grafik, die er da gemacht hat, kaufen die Touristen nicht, weil die interessieren sich nicht für Sozialmotive. Die wollen von Mostar nur die Brücke und nur die Brücke verkauft sich. Mhm.
Izgubili smo ga u ratu. Pola grada za mene ne vrijedi koliko vrijedi Jadranko. Prilikom napada HVO-a i Hrvatske vojske, Jadranko je poginuo i malo iza toga je i most rušen. Ja sam bio zatvoren u logoru, ja i moj mlađi brat Vlado, Vladimir, bili smo u logoru kad je most rušen i kad je Jadranko poginuo. To se desilo u 2 mjeseca sve skupno. Das Heliodrom war ein Konzentrationslager. Die Kroaten haben dort Zivilisten eingesperrt, alle männlichen Muslime, vom Jugendlichen bis zu Greis. Heute ist das Stützpunkt der kroatischen Streitkräfte Bosniens. Sie tragen immer noch die kroatischen Zeichen, unter denen General Praljak Mostar belagert hat. Seven.